Internet und YouTube. Es ist endlich soweit. Quantum ist total aufgeregt. So aufgeregt, dass er sich eben eingeschissen hat vor Freude. Wir haben nämlich endlich unsere Rock Drake. Quantum, was hast du denn da wieder gemacht? Ich hab gepupst. Was ist? Du boller, pupst boller. Da. Ich boller nie. Du kannst mal naschen, wenn du willst. Igitt, du bist so eine kranke Person. Was? Weißt du das? Du bist ein krankes, widerliches Ding. Das ist voll nahrhaft. Nein, es ist nicht. Deine Kacke ist nicht nahrhaft. Deine Kacke ist widerlich. Wie geht's also unseren Babys? Oh, die sind ja schon groß. Die sind groß. Die können schon ganz alleine, die können jetzt schon ganz alleine Kacker machen. Die brauchen dich nicht mehr. Ich weiß, du hast es ja genossen, ihnen immer wieder den Arsch abzuwischen, aber die Zeiten sind vorbei. Du musst sie ziehen lassen, Quantum. Wenn du sie liebst, dann lässt du sie ziehen. Ja, warum gehst du dann nicht endlich? Ja, aber ich lieb sie ja nicht richtig anscheinend. Sonst würdest du mich ziehen lassen. Du, es steht dir frei zu gehen. Was hast denn du hier schon wieder gebaut? Was ist das plötzlich, der Schneckenkerker? Ja, ich weiß nicht, warum du diese ekligen Viecher hier drin behalten willst. Was züchtest du denn für Kreaturen? Weißt du, was die für ekelhafte Geräusche machen, wenn sie essen? Nee. Bah. Soll ich dir mal eine geben zum Küssen? Geh weg damit. Du kannst du deinen eigenen Sexbunker da drin machen mit den Schnecken. Igitt, warum ist eigentlich immer bei dir alles Sex, weißt du? Kriechen die langsam über dich drüber alles mit ihrer Schleimspur? Hier, gefällt dir das? Das ist nahrhafter Kot hier drüben. Das ist nahrhafter Kot. Heb dir mal auf. Du bist hier der Kotnascher. So, was ist denn jetzt los? Wir sind jetzt endlich mal fertig hier, deine Brut. Was hast du noch was so getrieben? Wir? 99,5. Oh Gott, 6. Zählt mit. Alle oh, jetzt. Hier. Baupläne. 0,7. Ist ja wie Silvester. Gau. Oh. Ist nicht meiner hier? 0,8. Ausging ist deiner. Meiner ist Gott. Ist hier drüben Feuersturm und Frost. 0,9. Das ist originelle Namen. Wie eine anderen Arc folgen. 100. Ja, endlich. Da schreien sie. Unsere Kinder. Oh. Unsere Kinder. Es hat ja nur 100 Jahre gedauert. Satan ist ein Weibchen. Oh shit. Sind sie glücklich? Nennen sie doch Lucina. Oh. Geh aus dem Weg. Die Krabben stehen wieder nur blöd rum. What the fuck? Was war das eben gerade für ein Mega-Rockler? Was? Die sind wichtig, die Krabben. Wichtig, das oh, verstehst du noch nicht. Was denn? Okay, was machst du? Frostbrand! Wow, die können ja richtig gut springen. Aber wie gleiten sie? Das ist C. C. Wow, ich gleite! Wow, ich bin unsichtbar! Ha. Ich gleite! C ist unsichtbar! Wow, ultimative Drachen, wir besitzen sie endlich. Wie kaum gleitest du denn? Leertaste gedrückt halten. Dann gleiten sie. Guck mal, die krabbeln überall dran hoch. Sind die nicht cool? Ich bin auch unsichtbar. Oh, ich brauche unbedingt diese Tech-Ausrüstung. Können überall hoch. Ja, das ist super. Trotzdem hänge ich jetzt gerade zwischen Steine. Ja, aber wie lange kann man denn unsichtbar bleiben? Das kostet Ausdauer, oder? Ja, kostet das Ausdauer? Kostet, ja, und zwar ganz gut sogar. Ja, was leveln wir denn? Schaden? Ausdauer wahrscheinlich dann viel. Weil Leben haben gleitet wir nicht automatisch? Kräftig. Merkt nix. Ja, gedrückt halten. Ich ja, kann Nahkampf. Tue ich ja. Kann ich nicht leveln. Kannst du Nahkampf leveln? Nahkampfschaden? Ja. Kann bei mir das nicht leveln. Die Venom-Dinger können wir jetzt rauswerfen, oder? Die brauchen sie nicht mehr. Ey, ja, das soll da verrotten, ist mir wurscht. So, Ausdauer anscheinend. Oh, die sehen aber auch biestig aus, oder? Ich finde, die sehen geil aus, die Viecher. Ich gleite davon, Quantum! Ich geh jetzt hoch an die Oberfläche, kommst du mit? Warte, ich gehe mal auf 50.000 Gesundheit und Ausdauer. Und Schaden machen die, 900 machen die von wegen, die machen keinen Schaden. Totaler Bullshit. Man, richtig gut Damage. 900 schon so? Oh, ja, und ich habe noch gar nichts gelevelt rein. Ich habe sogar noch ein Ei dabei. Wo 100er Ei. Nee, die sind richtig stark, die Viecher. Wow, Ausdauer verbrauchen die selbst beim normalen Laufen, ja. Echt? Ganz ja, schön. Die verbrauchen ganz gut schön, Ausdauer. Ja. Ich glaube, den Rest pumpe ich alles in Ausdauer jetzt noch. Wow, ich heb ab!
und ich lande wieder wie ein Stein. Ich bin unten am Wasser. Hui! Holy shit! Die sind geil, oder? Die sind absolut geil. Aber wie krieg ich denn nochmal Aufwind? Ah, nochmal drücken. Dann kriegst du nochmal so ein bisschen Aufwind. Boah, das ist cool. Das ist mega cool. Okay, der Angriff ist sau langsam. Geht. Finde ich jetzt eigentlich nicht so schlimm. Alter, wie geil ist das denn? Wie viel Damage hast du, Ding? Ich mach 561. Wie viel Damage hast du? 561 mach ich. Prozent? Nee. Ach so, ja, Damage schon. 1200? Ich kann mein Damage nicht leveln. Ich kann Gewicht, aber ich kann... 1400. Ich hab 1500 und ich kann nicht weitergehen aus irgendeinem Grund. Das geht nicht. Warum? Warum kann ich hier nicht weiter abgehen, was Schaden angeht? Warte mal, ich steig mal ab. Versuch's dann. Das ist gar nicht, wo du wieder verschwunden bist. Ich bin nach oben einfach mal. Einfach mal frech nach oben gehen, dachte ich mir. Ernteeinstellung, erstmal hier den Kram deaktivieren, weil der sammelt ganz gut Schrott. Ich gehe zu unserer alten Basis. Weißt du, wo die ist? Nee. Ich hab keine Ahnung. Das ist ja eine Orientierung, ne? Null. Echt null. Ja, aber mit denen sollten wir doch jetzt eigentlich auch schnell da runterkommen in die Drachenhöhle, oder? Jetzt können wir uns doch Eier ohne Ende besorgen. Mann, warum blutest du denn? Noob. Mann, ich will meinen Schaden leveln, aber es geht nicht. Ich will mehr Damage. Ich werde jetzt an die Oberfläche gehen mit meinem Strahlenschutzanzug. Genau das mache ich. Oh shit, habe ich den überhaupt an? Ja. Ne, du hast keinen Helm an, glaube ich, ne? Helm, ja. Guck mal, da bist du doch. Ja. Also du kannst deinen Schaden noch leveln. Ja. Ja, ich nicht. Aus irgendeinem Grund. Ne, geht nicht. Oh, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr. Ich glaube, Ausdauer ist ganz gut. Ausdauer ist mega wichtig, glaube ich, bei dem hier. Und 50.000 Leben reicht. Ja, 50.000 habe ich auch. Wie viel Ausdauer hast du? 15.000. Hm. Und du? Jetzt 14.000. Wollen wir mal ganz nach oben? Jetzt verglühen wir und sind tot. Na, zum Glück haben wir noch Ersatzdrachen. Die ganzen Bäume auch rauf hier. Das ist so sexy. Geil, ist wirklich geil. Ich gehe jetzt nach oben an die Oberfläche. Niemand kann mich stoppen. Alter, ich finde den Drachen super. Ich werde mir noch einen krasseren besorgen unten. Zumindest werde ich es versuchen. Aber es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Klettern, finde ich. Boah, wie er hochzieht. Stecke ihn jetzt fest hier. Komm schon, Kamerawinkel des Todes. Ich will wissen, ob man... Wo geht's denn hier noch weiter hoch? Hm. Ich bin schon dabei, hochzuklettern. Ich will zumindest mal auf diesen großen Stein hier drüben. Komm schon. Mach mal die Pilze da weg. Wo bin ich jetzt? Okay, ich komme noch nach oben. Ich will ins Land der Strahlung. Hui! Wo bin ich hier? Ich bin ganz oben, Benny. Ich komme immer weiter hoch. Die Sonne blendet mich. Oh ne, hier oben ist Ende. Du kannst da gar nicht ganz hoch anscheinend. Woohoo! Mega! Wir hatten doch so eine Ecke, wo man an die Oberfläche konnte, erinnerst du dich? Nee. Na, du weißt schon, da wo es irgendwie so hell war und so heiß. Ja, aber da ging es ja nicht weiter. Ja, vielleicht jetzt mit den Drachen, wir sind irgendwie geklettert, wollen wir da mal hin? Ich wüsste, wo das war. Hast du ein GPS? Habe ich dabei, ja. Ich habe keins dabei. Hm. Das war
bei den gelben Kristallen. Ich glaube, da hinten war das, wo ich jetzt gerade drauf. Wow, hier kann man voll rüberfliegen. Geil. Fast so schön wie fliegen, ne? Gleiten ist fast so schön wie fliegen. Ich hab's schon gefunden. Auf jeden Fall ist da hinten eine Höhle, oder? Ach nee, das ist nur ein Durchgang. Boah, das sieht aber echt geil aus, wenn du hier durch die Gegend gleitest. Hat schon Stil. Es gibt auch Dungeons. Aber nur keine Ahnung, wo die sind. Bin jetzt bei diesem großen See. Yes. Aha. Da, wo wir mal versucht haben, eine Grabbe zu holen und auf einmal waren die Grabben spontan ausgestorben. Nee, wo waren das? Wir waren doch mal an so einem Spot, wo es nach oben ging. Wo war das nur? Oh! Ach shit, hier ist Ende. Ich komme hier nicht hoch. Nee, du kommst nicht hoch. Hier ist Map-Ende. Ja, ja, hier ist Map-Ende. Shit. Aber es gibt trotzdem eine Welt oben, wo du hin kannst. Ja, irgendwo muss es hier geben. Ja, da wo wir waren. Ich glaube, da muss man jetzt hochklettern. Ich suche die Stelle gerade. Es ist so cool, mit einem Drachen durch die Gegend zu gleiten. Hallo? Hallo? Oh, Jesus Christ, ich dachte, ich häng fest hier. Dann wäre ich ausgeflippt. War doch irgendwo bei diesen Kristallen. Wo wir zum ersten Mal diese ganz großen Kristallen gesehen haben. Kristallen? Über mir, Kristalle. Bist du über mir? Echt? Wo bist du? Ja, jetzt bin ich hier. Irgendwo hier muss es doch gewesen sein. Es war doch irgendwie. Ja, hier war aber Map-Ende hier oben. Ja, nee, wir müssen durch diesen Durchgang. Warte mal, Karte. Wir waren. Muss irgendwo hier sein. Auf jeden Fall auf der Seite hier. Hier geht's irgendwo hoch. Weißt du noch, wo wir mit den Viechern so komisch draufgesprungen sind? Ja. Da hinten ist die Höhle. Ah ja, genau. Ja, das ist es. Das muss doch irgendeine Bedeutung haben. Es gibt doch nicht so eine große Höhle und dann ist da nichts drin. Kann ich mir nicht vorstellen. Whoa. Jesus Christ. Okay, Achtung, hier wird's heiß, ne? Wendekreuz. Guck mal, da oben geht's doch hoch. Klar. Die Oberfläche. Wir sind oben. So, das ist der einzige Weg hier. Okay. Keine Ahnung. Oh, hier ist es ja sehr gemütlich. Oder? Ich glaube, wir sind draußen. Wollen wir hier eine kleine Behausung machen? Na, hier ist ja schick. Wird mir schlecht. Hier gibt es aber auch wieder dieses komische Element. Verlieren die irgendwie Leben oder so? Nee, denen geht's gut, oder? Denen geht's gut anscheinend. Nicht, dass die Strahlung hier nichts. Ich habe aber ganz schön Leben verloren. Von was? Wow! Was greift mich an? Nein. Ich darf keinen Schaden nehmen. Ich als Spieler darf keinen Schaden nehmen. Jetzt geht meine Rüstung kaputt. Okay, alles gut. Denkst du, hier könnte man überleben, wenn man hier eine Basis baut? Ich habe eigentlich ganz schön Leben verloren. Hast du denn auch einen Helm an? Nein, nicht ich, der Drache. Ach so, vielleicht weil du Leben so stark gelevelt hast. Wenn du das levelst, dann, Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Guck dir das mal an, hier kommen ganz viele Reaper. Und der eine ist komplett giftgrün. Die sind voll eklig. Oh, wie cool. Wow. Sei vorsichtig, die können dich befruchten, ne? Ich will nicht befruchtet werden. Also vielleicht befruchten. Schon. Der Reaper ist aber geil auch. Auf 2000 Leben musst du sie runterdrücken. Der Reaper sieht aber. Kann man den reiten, den Reaper? Ja, kann man reiten, ohne Sattel, glaube ich sogar. Ist Reaper die bessere Variante von dem Rock Dragon? Der Reaper ist, glaube ich, fast so groß wie so ein Giganotor, wenn du den King hast. Und Reaper ist ziemlich krass. Ey, die sterben aber nicht, ne? Oh oh. Was ist los? Ich weiß nicht, irgendwas hat er mich. Ich sehe
Ah, okay, wir sind schon wieder vorbei, die Aktion. Nee. Die scheinen auch zu brennen wie die Nameless. Wow, 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 ich bin komplett blind. Oh, ich verliere Leben. Oh, shit. Was ist los? Ich verliere Leben. Ist irgendwas kaputt bei mir? Ich weiß nicht warum, aber ich verliere Leben. Ah, jetzt geht's wieder. Oh mein Gott, ich habe gerade irgendwas verloren. Vielleicht der Seeker. Ja. Oh, Wendekreis. Komm schon, jetzt mach ihn doch mal tot. Wendekreis des Todes. Ja, ich muss ja umdrehen. Jesus Christ. Satan. Zephina. Wir müssen unser Licht ausmachen. Ich hab mein Licht aus, aber deins ist noch an. So, jetzt machen wir denen auch richtig Schaden. Hauen die sogar ab. Aber es gibt kein Entkommen. Die Drachen haben Blut geleckt. Jetzt wollen sie auch was sehen. Ey, diese Seekers sind echt stark. Na, jetzt kommt er für den Nameless halt. Ja, da hinten strahlt irgendwas. Ja, aber die Nameless fliegen nicht. Da kannst du einfach wegfliegen. Wollen wir zum Licht? Führ mich zum Licht! Das heißt, beam mich hoch, Scotty! Achtung! Kommt schon wieder so ein... Alter, ich mach dem Ding nur... Oh, die kommen aus dem Boden raus! Oh mein Gott, ich mach dem gar keinen Schaden! Nee, nee, kein Schaden hier. Oh, oh. Das ist nicht gut. Boah, ich geh da hinten zu dem Obelisken. Oh, die spawnen überall aus dem Boden raus! Renn! Geh zum grünen, lila Obelisken, meine ich. Ey, das sieht geil aus, oder? Holy shit. Glaubst du, hier oben gibt es irgendeinen Dungeon oder sowas? Warte mal, hier kann man irgendwas machen. Die Viecher kommen, ich würde mich wieder raufsetzen. Okay, okay. Okay. Was ist da drin? Oh, da ist sicher was Tolles drin. Keine Ahnung, bestimmt ist da irgendwas Geiles drin oder man kann irgendwas beschwören. Das sind doch diese Ritual-Dinger so, ja, ja. Hier. Was ist, wenn ich mich unsichtbar mache? Bupp, ich bin weg, ihr seht mich nicht. Doch, sie sehen mich. Okay. Ich bin unsichtbar, sehen sie mich? Mach ich halt nochmal Licht an, warte. Licht. Und schon kommen die Seeker, ey. Das gibt's nicht. Oh, hier sind aber jetzt 1000. Okay, das ist ein bisschen blöd jetzt. Dann flieg weg. Oh mein Gott, dreh um. Warum sind hinter mir jetzt alle her? Weil ich unsichtbar bin. Gekonnt unsichtbar. Ich schwebe hier mal weg. Die verfolgen mich trotzdem mal, wenn ich unsichtbar bin. Ne? Okay, ich bin getarnt. Wo gehen wir hin? Was ist der Sinn? Ich krabbel in der Luft rum. Ich kann nicht aufhören, mich zu bewegen, Quenny. Phantom? Weiß nicht, wo du hin bist. Was war das für ein mega Ruckler? Ich hatte keinen Ruckler. Ja, Weihnachtsmann hat mich gefunden. Keine Ahnung, ich gehe wieder zum Obelisk. Oder? Treffpunkt Obelisk. Nee, hier sind 1000 so viele Dinger. Beeper. I believe I can fly. Oh mein Gott, der Wendekreis von dem Vieh. Ich glaube, die Oberfläche müssen wir mal erkunden bei Tag. Hier gibt es auf jeden Fall viel Metall und. Dreh dich doch um! Okay. Okay, ganz lieb. Ich gehe jetzt zum lilanen Obelisken. Da, wo wir uns eben verloren haben. Bist du auch da? Ich flüchte hier gerade im Moment. Komm zurück. Tada. Ach du. Ey, du kannst hier keinen Schritt gehen, ohne dass ein Reaper aus dem Boden kommt. Nee, nee. Und die Viecher tun weh. Ja, vor allem, es sind zu viele. Aber irgendwann muss doch mal Schluss sein. Ich bin verstrahlt, die verseuchen mich auch. Ja, diese ja. Die Scheißviecher. Nee, die spawnen hier permanent. Sind schon wieder 1000 hier. Weg, 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 weg. Ey, ich bin blind. Es sind 1000 hier. Aber gegen die ja, brauchst komm, du wieder das fucking wieder Licht hier. Dann gehen wir wieder zurück. Aber dann kommen die Seeker. Lass uns abhauen.
richtiges Loot. Oh Gott, was sind das hier für Lags? Ich hab keine Lags. Aber das sieht in die falsche Richtung hier. 1000 Kilometer zurückgesetzt. Oh Gott! Jetzt bin ich total vergiftet, mein Vieh ist wieder total verstrahlt. Alter, ich komm hier nicht weg! Wird zerstückelt von. Ja, ich hab hier auch 1000 Reaper hier. Oh mein Gott! Mann! Ey, ich bin da drüben. Ja. In der Ecke. Hallo? Ich flüchte! Ach, du heilige Scheiße, wie viele sind das denn? Es sind 1000, schnell weg hier! Oh, shit, ich kann nicht, ich bin blind und verstrahlt. Vergift mich hier in der Ecke. Benny, du musst mich retten. Wie retten? Geh doch. Ich kann nicht. Oh Gott, sie verfolgen mich ja auch. Ich kann nichts retten. Hier sind 1000 Viecher. Was ist das für eine Scheißgegend? Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Mann. Ich werde hier sterben. Ich werde sterben. Nein. Ich komme nicht, nicht raus. Ja, ich bin tot. Hier, oh Gott, hier sind ja Oh. Ich bin tot. Ja, das war der Ausflug mit den Drachen. Vielleicht kannst du meinen wegpfeifen, ich weiß es nicht. Ich habe ihn gepfiffen, aber ich weiß nicht, ob er hier rauskommt. Oh nee, mein der kommt Gott. Nicht raus, der hängt fest und hier sind Oh. Jesus ist down. Gott. Ja, Jesus ist auf jeden Fall down, aber der wird wieder aufstehen in der nächsten Folge. Scheiße. Nee, ja, das Leute. Oh mein Au! Das war unser Drachenausflug. Der war ja böse und tödlich. Ich kann mich nicht richtig bewegen, weil ich dauernd vergiftet werde. Ja, mein Drache war eh irgendwie verbuggt. Ich konnte seinen Angriff nicht leveln. Ja, ich konnte. Der andere geht mit Angriff. Keine Ahnung. Vielleicht war er schon so hoch vom Angriff. Ja, aber ist das möglich? Naja, nee, das ergibt keinen Sinn eigentlich, ne? Eigentlich nicht. Gut, die Folge ist vorbei. Das war sie, die legendäre Drachenfolge. In der nächsten Folge retten wir meinen Drachen hoffentlich irgendwie. Ob der überleben wird, ist die andere Frage. Er hat viel Leben. Ich werde mich jetzt gleich mit dem nächsten Drachen auf Rettungsmission begeben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Bewerten nicht vergessen für die Doppelfolge. Schaut mal bei Quantum vorbei, denn der hungert. Hat gemeint, er hat nicht genügend Likes und weiß nicht, ob er den Winter sehen wird. Die Hier geht's aus, nicht oder? Gut. Nee. Es weiß nicht, wie lange noch. Er weiß nicht, wie lange noch. Helft ihm mit ein paar Bewertungen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.